Regierungsminister Wörner am Vormittag die Aussprache eröffnete, verwahrte er sich gegen Behauptungen, er und die CDU-CSU seien Befürworter eines Westrüstens zwischen Ost und West. Wir sind nicht die Advokaten des Wettrüstens. Wir sind leidenschaftliche Anhänger der Abrüstung, allerdings auf beiden Seiten hervor. Wer auf Gleichgewicht verzichtet, verzichtet auf eine wesentliche Voraussetzung der Kriegsverhinderung. Haben alle unsere Vorleistungen, alle unsere einseitigen Verzichte auch nur einen Rüstungsstopp bei den Sowjets bewirkt, geschweige denn Abrüstung? Die Antwort darauf ist ein klares Nein. Und wer angesichts dieses unbestreitbaren Sachverhalts auf die Verwirklichung der Nachrüstung verzichtet, der weiß ganz genau, dass er damit weder Abrüstung noch einen Rüstungsstopp erreicht. Das Einzige, was er erreichen wird, er verschafft der sowjetischen Politik der Vorrüstung einen einmaligen Triumph. Er gibt all jenen Politikern und Militärs in der Sowjetunion recht, die auf Macht und Rüstung setzen, und er verschafft ihnen einen Freibrief, einseitig ohne jedes Risiko weiterzurüsten. Das ist die Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen. Wer trotz mehrfacher Overkill-Kapazität so argumentiert, der wird, so fürchte ich, nie den Durchbruch zur Abrüstung schaffen, sondern immer wieder ein neues sogenanntes Gleichgewicht finden müssen, das erst einmal herzustellen wäre. Das Anliegen, das andere und ich auf den Weg gebracht haben, ist es aber gerade, den Teufelskreis zu durchbrechen, der darin besteht, dass jeweils eine Seite die Überlegenheit der anderen behauptet und damit nur die eigene Weiterrüstung begründet. Wenn wir in diesem Wettlauf wahnwitziger Rüstungen nicht endlich die Signale auf Halt stellen, dann schaffen wir den Frieden nicht, Herr Bundeskanzler, sondern dann laufen wir Gefahr, ihn zu verspielen. Wir entziehen uns damit nicht der Partnerschaft, die zum Fundament der Bundesrepublik gehört. Unser Nein, um es so zu sagen, ist, meine Damen und Herren, ein Votum in der Allianz, nicht gegen die Allianz. Da diese atomare Situation der Feind aller Menschen ist, müssen sich diejenigen, die einander bisher als Feind betrachtet haben, als Bundesgenossen gegen die gemeinsame Bedrohung zusammenschließen. Die richtige Angst orientiert sich an der größten aller möglichen Gefahren, der Vernichtung allen Lebens durch menschlichen Handels. Und wenn gesagt wird, die Friedensbewegung ist die Angstbewegung, weise ich dies zurück. Das hier ist die Angstbewegung, die hier auf dieser Regierungsbank sitzen und uns Angst machen. Das ist die Angstbewegung. Und das, was geschehen ist vorher, was da draußen passiert und die Herren, die hier schön warten, dass wir vielleicht was Spontanes tun, das ist Angsterzeugung. Das perverse Konzept der sogenannten atomaren Abschreckung basiert ja auf der erklärten Absicht der jeweiligen Regierung, die vorhandenen atomaren Massenvernichtungswaffen auch tatsächlich einzusetzen, im Ernstfall. Das ist Abschreckung. Herr Wörner muss das auch so sehen, dass man eben einsetzt, um wirklich abzuschrecken. Wenn wir, die Grünen, den Ausstieg aus der Blocklogik, den Ausstieg aus dem Abschreckungsdenken und den Ausstieg aus bilateralen Rüstungsabkommen fordern, so wird dies als irreal und irrational beschrieben. Doch wie irrational und unrealistisch ist Ihr Weg des Nach und Nach und Vor und Nach und Vorrüstens in einer Welt, die sich 14 bis 16 Mal selbst umbringen kann? Meine Damen und Herren, mir ist sehr wohl bewusst, dass die Strategie der Abschreckung mit Atomwaffen, mit Massenvernichtungsmitteln den Krieg in Europa über viele Jahrzehnte zu unserer aller Glück verhindert hat. Aber diese Strategie der Abschreckung hat eben nicht den irrsinnigen Rüstungswettlauf verhindert. Und dadurch glaube ich, dass das Niveau mittlerweile eben trotz Abschreckung für eine Friedenssicherung nun so hoch geworden ist, dass wir wirklich alle Kräfte anstrengen müssen. Und da können wir zusammen anfangen zu streiten, herunterzukommen. Denn wenn wir unsere
Zuverlässigkeit im Bündnis unter Beweis gestellt haben, meine Damen und Herren, wird die Position unseres Landes gestärkt sein. Und wir können mit neuen Initiativen, die von Herrn Genscher, von Herrn Kohl, von uns allen ja vorgetragen worden sind, wirklich herunterkommen von dem Rüstungswahnsinn. Denn das ist doch unser aller gemeinsames Ziel. Was heute außerdem im Bundestag, aber auch außerhalb geschah, darüber nun ein Bericht von Rolf Schmidt-Holz. Auch am zweiten Tag der Nachrüstungsdebatte war es dem scharfen Beobachter klar, es ging weiter um die Frage, ob neue Raketen mehr oder weniger Sicherheit bringen. Während im Bundestag zum Teil leidenschaftlich diskutiert wurde, war es heute draußen vergleichsweise ruhig. Nur noch ein kleines Häufchen von Demonstranten zeigte sich an der Bannmeile. Nach den harten Auseinandersetzungen von gestern blieben heute die Wasserwerfer stehen, die Polizisten froren, dagegen richtete auch heißer Kaffee auf Dauer nichts aus. Und dann kam es doch zu einem Zwischenfall. Der hier als Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist, gibt seine Personalien an. Die übrigen werden zunächst vorläufig festgenommen und zur Personalienfeststellung zum Polizeipräsidenten. Vor dem Bundeshaus wurden 23 Fraktionsmitarbeiter der Grünen vorübergehend festgenommen. Sie benutzten den gemeinsamen Gang zum Mittagessen, um mit gleichen Halstüchern gegen die Nachrüstung zu protestieren. Darin sah die Polizei den Tatbestand einer Demonstration. Das gab ein parlamentarisches Nachspiel. Und ich lasse es nicht zu, dass Mitarbeiter unserer Fraktion hier vor dem Parlament verhaftet werden. Das ist eine Missachtung des Parlaments. Es war immerhin möglich, im Kreml ein T-Shirt zu tragen. Herr Abgeordneter, ich bitte zum Antrag zu sprechen. Und achtet die Menschenrechte. Herr Abgeordneter, ich bitte. Werden diese hier vor dem Parlament, werden Menschen festgenommen, Mitarbeiter festgenommen, wenn sie solch ein Tuch tragen. Das Theater, Herr Präsident, das der Kollege Schiele hier vorgeführt hat, zeigt, dass es Ihnen nicht um die Arbeitsfähigkeit dieses Hauses geht, sondern gerade darum, dieses Haus arbeitsunfähig zu machen. Und dem werden wir entgegentreten. Vor einer knappen Stunde ist die Aussprache geschlossen worden. Was im Augenblick vor sich geht, ist eine Serie von persönlichen Erklärungen. Und es ist auch erklärtes Ziel der Grünen, damit die Debatte zu verlängern, weil nicht, so sagen sie, stationiert wird, solange debattiert wird. Nach der Geschäftsordnung dauert so eine persönliche Erklärung etwa 5 Minuten. Im Augenblick rechnet man mit etwa 40 bis 45 Rednern und danach kommen noch 3 Abstimmungen mit jeweils 20 Minuten Dauer. Wenn nicht ein Wunder an Einsicht geschieht, dann wird die entscheidende Abstimmung über die Nachrüstung in der Bundesrepublik heute gegen Mitternacht stattfinden oder danach. Und damit zurück nach Hamburg. Die zweitägige Bundestagsdebatte über die Nachrüstung beobachtete Friedrich Nowotny. Wir schalten direkt um nach Bonn. Es ist leicht erkennbar, meine Damen und Herren, Debatten haben ihre Strategie. In den Auseinandersetzungen der beiden letzten Tage ging es den Koalitionsparteien vor allem darum, die Treue der SPD zum westlichen Bündnis in Zweifel zu ziehen. Belege dafür holten sich CDU, CSU und FDP aus der Vergangenheit der SPD als Regierungspartei. Schließlich haben ja die Sozialdemokraten den NATO-Doppelbeschluss über lange Jahre mitgetragen und sie haben sich jetzt von ihm verabschiedet. Die Sozialdemokraten wiederum begründeten ihr heute zu erwartendes Nein zur Stationierung neuer Raketen mit der ihrer Meinung nach eher laschen Beeinflussung der Abrüstungsverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in Genf. Sie überdecken dieses Nein zur Raketenaufstellung in der Bundesrepublik mit einem Ja zu Europa, was Willy Brandt die Europisierung Europas nannte. Das Bekenntnis zum westlichen Bündnis steht dabei für die SPD außer Zweifel, auch wenn eine andere Qualität dieses Bündnisses nicht auszuschließen ist. Und die Grünen? Sie setzten auf eine politisch nicht belegbare, aber emotional vermutete Mehrheit in der Bevölkerung gegen die Nachrüstung. Gestern wie heute haben sie durch immer neue Aktionen im und vor allem außerhalb des Parlaments versucht, Belege dafür zu liefern, dass sie einfach nicht gewillt sind, die zu erwartende Mehrheitsentscheidung für die Nachrüstung hinzunehmen. Sie setzen ihre parlamentarische, junge, noch nicht belegte Reputation aufs Spiel, um zu beweisen, dass sie ihrer Basis nahe sind. Die Kluft zwischen parlamentarischer Form und außerparlamentarischem Zwang werden Sie zu überbrücken haben. Zurück nach Hamburg.